Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr die Freiergrunder Straße in Wilden, von Neunkirchen kommend in Richtung Wilnsdorf. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sie auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte hier frontal mit dem Pkw einer 60-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrerinnen wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung vor Ort per Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Freiergrunder Straße komplett gesperrt werden.